Elena, du bist auch aus Griechenland und dort in der Initiative Solidarity for All, also Solidarität für alle aktiv. Was ist das für eine Initiative? Solidarität für alle, Solidarity for All, ist eine Initiative, die ist seit 5 Monaten gegründet und versucht, alle möglichen solidarischen Strukturen zu vernetzen, die momentan in Griechenland schon sind, und alle möglichen alle Leute miteinander zu vernetzen, die neue solidarische Struktur gründen möchten, auch zu vernetzen. Und diese Initiative versucht auch Informationen zu geben und das Know-how, wie man solche Strukturen bilden kann, was für mögliche Probleme oder was für mögliche Lösungen gibt bei verschiedenen Problemen. Und wir versuchen auch eine Database, eine Webseite machen, wo alle solidarischen sozialen Strukturen da sind, mit Informationen sowohl thematisch als auch im Allgemeinen, in die Richtung, welche Strukturen gibt es in Griechenland. Also jeder kann solche Informationen finden. Das heißt, ihr bietet einerseits gegenseitige Hilfe in unterschiedlichen Projekten, andererseits habt ihr aber auch einen politischen Anspruch. Was wir versuchen, von Anfang an, nach Diskussionen unter uns, aber auch mit Leuten, die schon in Strukturen mitteilen, haben wir versuchen, Solidarität von Philanthropie zu trennen. Und für uns Solidarität bedeutet auch Widerstand gegen die Krise, gegen der Krise, der ökonomische Krise. Und durch diese Strukturen haben wir auch erfahren, dass es gibt ganz gute Beispiele, wie man selbst sowohl Strukturen als auch Bewegungen als auch Organisationen selbst organisiert kann. Und in die Richtung bedeuten oder bekommen alle diese auch politische Sinne für uns. Es ist nicht nur Solidarität als Philanthropie, es ist Solidarität, Widerstand und selbst organisierte Gesellschaft. Kannst du vielleicht ein paar konkrete Beispiele dieser solidarischen, selbstorganisierten Arbeit von unten nennen? Man hört beispielsweise gerüchteweise, dass im Schulbereich etwa Bildungspolitik von unten durchgeführt wird. Gibt es sonst Beispiele oder wie schaut es gerade im Bildungs- und Gesundheitsbereich etwa aus? Innerhalb dieser Aufschreibung der Strukturen haben wir festgestellt, dass es gibt verschiedene Themenbereiche. Zum Beispiel, es gibt Strukturen, die versuchen, in Richtung oder im Fachbereich der Bildung sich ihre Arbeit zu organisieren. Es gibt auch andere Strukturen, die mit Gesundheit zu tun haben. Es gibt auch Strukturen, die versuchen, im Bereich Bildung, die versuchen, kleine Kinder oder Jugendliche freiwillig zu unterrichten. Und bei uns ist momentan so, dass wegen der Verkürzungen, wegen der Sparpolitik, ganz viele Lehrer keinen Job haben, keine Arbeit haben in der öffentlichen Schule. Und es gibt auch manche Regionen, die entweder die Schule geschlossen sind oder die Schule da sind, aber keine Lehrer haben. Und es gibt in die Richtung auch ganz viele freiwillige Lehrer, die versuchen, den Kindern zu unterrichten.
Und das finden wir ganz super interessant. Und diese Unterrichten haben nicht nur mit Griechisch oder mit Geschichte oder mit Mathematik zu tun. Die unterrichten auch Kunst, die unterrichten auch Fremdsprachen und die unterrichten auch Musik. Und es gibt auch manche Strukturen, solidarische Strukturen, solidarische Musikschulen sozusagen, sowohl in Athen, Thessaloniki, aber auch in kleineren Städten. Massiv eingespart wird in Griechenland ja auch im Gesundheitsbereich. Wir hören, dass Krankenhäuser teilweise die Medikamente nicht mehr bezahlen können. Entwickeln sich auch in diesem wesentlichen Sozialbereich, im Bereich Gesundheit, solidarische Strukturen zu den öffentlichen Strukturen zusätzlich? Es gibt momentan in Griechenland ein paar große soziale, solidarische Kliniken und Apotheken. Und es gibt momentan mehrere Versuche, damit sie neu gegründet werden. Sowohl in Athen, Thessaloniki, als auch auf Inseln und auf den ganzen Region. Was sie bis jetzt gemacht haben, es gibt ganz viele Ärzte, die entweder private Praxis haben oder in Krankenhäusern arbeiten. Oder eventuell auch Arbeitslose sind und die versuchen freiwillig Patienten zu untersuchen. Und es gibt gleichzeitig, wo eine Praxis gibt, soziale Praxis gibt, gibt es auch eine Apotheke, soziale Apotheke. Und das bedeutet, dass Leute, die kein Medikament bekommen können, es kann sein, dass diese Leute auch versichert sind, aber sie haben nicht das Geld, um den Teil zu bezahlen, was sie bezahlen muss, sozusagen. Und die kommen zu Apotheken, diese sozialen Apotheken, und sie bekommen auch Medikamente. Es gibt einen großen Mangel an Medikamente, das ist der eine Problem. Und der zweite ist, dass die Leute entweder haben kein Geld oder sie können das sozusagen nicht leisten, das ist zu viel. Und es gibt auch einen großen Mangel und Bedarf an Medikamenten für chronische Krankheiten zurzeit. Und auch für Kinder, es gibt einen Bedarf an Kinderimpfungen. Und es gibt zurzeit ganz viele Kinder, die in die Schule gehen und die Lehrer haben festgestellt, dass sie sind nicht geimpft. Und für ganz einfache, nicht einfach, für alltägliche Krankheiten, wie zum Beispiel Rubella oder Muschles oder Hepatitis A und B und Mantu und solche Sachen. Ihr heißt Solidarity for All. Solidarität für alle und legt vor allem auch auf das für alle Wert. Was steckt hinter Solidarität für alle? Solidarität für alle versucht eigentlich wieder in die Diskussion zu bringen, dass diese solidarischen Bewegungen und sollen nicht nur Griechen, sondern Migranten, sondern Leute, die unter der Krise, der ökonomischen Krise leiden, mithelfen. Und sie versucht nochmal in die Diskussion zu bringen, dass es hat nicht damit zu tun, dass ob die Leute jüngere, kleinere, größere oder eine Pension bekommen oder nicht. Aber wenn man einen Bedarf hat und wenn man Hilfe braucht oder auch mithelfen möchte, es ist dabei, man kann dabei sein. Und für uns ist auch wichtig, weil durch diese Solidarität für alle versuchen auch in die Diskussion zu bringen, das Thema mit den Migranten, mit dem Anstieg der neofaschistischen Tendenzen momentan in Griechenland. Und es ist zu sagen, keine politische Bewegung in die Richtung, dass wir vertreten etwas, aber wir versuchen nochmal zwischen den Leuten, die mitteilen in diesen Strukturen, aufmerksam zu machen, dass
dass verantwortlich für die ganze Situation nicht die Migranten so sind, wie die Regierung zum Beispiel sagt oder die Morgenröte sagt, oder der Morgenröte sagt, sondern verantwortlich sind wir nicht selbst und wir alle zusammen müssen widerstehen, das gegenüber das zu kämpfen. Sozusagen sowohl Migranten, die die ersten Menschen sind, die unter der Krise leiden, weil die ersten, die ihren Arbeiten verlieren, sind genau diese Leute, die Migranten. Und aber alle zusammen sollen in die Richtung arbeiten.